Hey und herzlich willkommen zu Die Sims 4 Szenario Zusammenwachsen Part 11. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Im letzten Part haben wir Lus Geburtstag gefeiert. Das war ein bisschen, ja, verrückt. Falls ihr den Part sehen wollt, dann blende ich euch den hier ein. Und in diesem Part hat unsere Avi Maus auch schon Geburtstag und wir werden auch in diesem Part den Geburtstag von Lou und von Avi im Pflegeheim feiern bei der Oma. Ich würde sagen, wir starten auch gleich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, Lou muss sich noch ein bisschen auskurieren vom letzten Part. Den haben wir richtig hart arbeiten lassen. Und unser Todd hat einen Bart bekommen. Lassen wir auf jeden Fall. Sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht, vielleicht kann er den... warum haben wir eigentlich so viel zu essen hier? Wer kocht hier so viel? Vielleicht kann er den ein bisschen zurückrasieren. Ich weiß nicht, wie das funktioniert eigentlich. Geht es mit dem Spiegel? Rasieren? Auf bevorzugte Länge rasieren. Machen wir mal. Vielleicht hat er dann nur so ein 3-Tages-Bart. Könnten wir mal testen. Und unsere Avi-Maus, die kleine Süße, hat heute Geburtstag. Wir werden ihr gleich mal noch die Windeln wechseln und sie aber dann auch gleich älter werden lassen, damit ich heute nicht zu viel Zeit verliere. Und Todd, geht's? Oder wegen dem Waschbecken und so, meine ich. Okay, bin ich gespannt, was er jetzt dann für ein Bart bekommt. Cool. Okay, jetzt ist er wieder komplett ab. Das heißt, das nächste Mal, wenn er wieder so einen langen Bart hat, dann lassen wir ihm das, denn das finde ich irgendwie cool, weil er halt auch älter wird und ja, dann sich eben vielleicht so ein Bart wachsen lässt. Wir werden auf jeden Fall jetzt dann gleich die Avi älter werden lassen. Können wir das gleich machen jetzt? Vielleicht so? Geht das? Älter werden, oder? Sie hat ja heute Geburtstag. Ja, die kleine Maus, da wird sie auch schon zum Kleinkind. Ui! Avi ist älter geworden und sie hat ein Bonusmerkmal erhalten. Musterhafter Säugling, oh mein Gott. Avi ist spitze. Das freut mich. Dieses Kind wurde geliebt und gut umsorgt, was dazu führt, dass es weiterhin positiv in die Zukunft blicken wird. Ach Gott, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe für sie. Wir würfeln das jetzt trotzdem mal dreimal. Charmeurin, das lassen wir auch. Das, oh, wilde Haare. Wilde Haare, Mausi. Und Anisa hat ein Geschenk geschickt. Wir gehen natürlich auch gleich in den Create a Sim. Wie gesagt, ich möchte heute keine Zeit verlieren. Nicht, dass es sich wieder nicht ausgeht, dass wir zur Oma reisen. Deswegen machen wir das auf jeden Fall jetzt gleich. Hä, wie geht denn das jetzt? MC Command? Check ich nicht. Ach so, das geht wahrscheinlich jetzt noch nicht, weil wir gerade noch so im Geburtstagmodus sind. Genau. Kleine Quatschbirne. Süße Mausi. Genau, jetzt gehen wir gleich mal in das Umstyling. Und da freue ich mich auch schon riesig, wenn wir die Oma besuchen können, Leute. Okay, ich starte durch und wir sehen uns da gleich wieder. Oh mein Gott, Leute, ist sie nicht die süßeste Maus, die es eigentlich gibt? Ach du meine Güte, ich bin verliebt in sie. Und sie ist halt einfach so ein bisschen die kleine Prinzessin. Wir haben es ja vorhin noch gelesen, dass sie immer alles bekommen hat und gut behütet worden ist. Und ja, deswegen dachte ich mir, sie trägt halt sehr viel Kleider und macht sich immer gern so ein bisschen schick. Ja, oder zumindest Saria macht sie schick, ne? Sie ist noch viel zu klein dafür. Aber ja, das ist auf jeden Fall eins ihrer Alltagskleidung. Ich habe auch immer wieder ein bisschen geguckt wegen dem Zusammenwachsen, aber das gefällt mir alles irgendwie nicht so.
so gut. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Cheesy hier drauf geklatscht und hergenommen. Das passt auf jeden Fall auch. Das ist auf jeden Fall eins ihrer Alltagsoutfits. Dann haben wir noch dieses Alltagsoutfit. Dann haben wir hier ihre Abendbekleidung. Dieses Kleid ist einfach Zucker. Dann ihre Nachtwäsche, ihre Ausgekleidung. Das ist von Zusammenwachsen. Dann haben wir noch ihre Badebekleidung, ihr heißes Wetter-Outfit und ihr kaltes Wetter-Outfit. Einfach eine cute Mausi. Und wir starten jetzt auch gleich durch und fahren sofort zu Oma ins Pflegeheim. Wir backen aber noch einen Kuchen, den wir mitnehmen. Und dann feiern wir Lus Geburtstag nach und Avis Geburtstag. Das wird dringend notwendig, denn Lus Geburtstag haben wir überhaupt nicht gefeiert. Der Arme. Geht's dir so schlecht? Warum geht's denn dir so schlecht? Ah, sie hat Hunger. Okay, dann gib ihr was zu essen. Er macht schon von alleine. Guck mal. Dann brauchen wir aber jetzt auch ein anderes Bettchen. Das machen wir jetzt auch noch gleich. Und dieses Bett können wir dann jetzt verkaufen. Denn ich glaube, die Familienplanung ist vorbei. Zumindest hoffe ich das. Hier haben wir auch noch ein Töpfchen. Das ist von Lou noch. Das kann Avi auch noch benutzen. Hier haben wir das ganze Zeug jetzt noch von der Oma im Inventar. Aber macht nichts. Ich habe ja schon ein Bettchen ausgesucht. Das wäre auch süß. So ein weißes. Aber das andere ist auch weiß. Hä, guck mal, das Töpfchen ist viel schöner. Dann verkaufen wir das doch. Guck, den so rosa. Vielleicht stellen wir jetzt auch noch so eine Kommode hier rein. Hier, das Prinzessinnenbett bekommt sie. Die süße Maus. Ja, so lassen wir das. Ist das nicht niedlich? Ich lieb's. Die Bilder hängen wir noch ein bisschen schöner hier hin. Genau, so ein bisschen versetzt. Cool. Das ist doch ein süßes Kinderzimmer. Oh, ein paar Spielsachen braucht sie auch noch. Aber die könnten wir eigentlich auch von Lou nehmen, ne? Weil er ja sowieso jetzt viel zu cool ist, um mit Spielsachen zu spielen. Ja, die Wickelkommode, die würde ich eigentlich noch lassen. Vielleicht stellen wir auch noch so ein bisschen hier was hin. So, okay, das reicht jetzt. Die kleine Maus hat jetzt hier ein Puppenhaus noch bekommen, weil sie bekommt einfach alles, was sie sich wünscht. Und hier habe ich auch noch ein paar Spielsachen hingepackt und ja, somit ist das Kinderzimmer fertig. Ich finde es richtig süß, also das passt sehr gut zu unserer Avi-Mausi. Und Saria, du wirst jetzt gleich einen Kuchen backen und dann geht's ab. Dann geht's ab, Leute, sage ich euch. Komm, mach mal das verdorbene Essen hier raus. Ach Gott, eine Marotte haben wir enthüllt. Wählerisch beim Essen, ja, das ist sehr gut. Du kleine Baus, du. Natürlich ist sie wählerisch beim Essen und Lou spielt schon wieder mit Spielsachen von Kindern. Avi ist sehr pingelig, was Essen angeht. Kleinkinder, die wählerisch beim Essen sind, mögen viele Speisen nicht und lehnen das Essen häufig ab. Was ein wenig chaotisch werden kann. Sie essen außerdem nur aus eigenem Antrieb, wenn sie sehr hungrig sind. Okay, sehr cool, das freut uns jetzt natürlich. Ja, zur Belustigung von Avi spielt halt Todd jetzt hier wieder mit dem Kindersachen. Der Radio läuft auch wieder, wenn wir ausschalten. Ach Gott, Todd. Aber Avi findet es, glaube ich, lustig, deswegen passt das schon. Kannst du das essen bitte, Maus? Hey, Saria, wo bist du jetzt? Oh Gott, die Haustüre, ich denke mir schon, die geht durch Wände. Okay, so, jetzt passt es wieder. So, Saria, bist du fertig? Dann kannst du jetzt einen Kuchen machen. Und zwar machen wir Kokosnusskuchen. Blaubeerkuchen können wir, also wir brauchen ja auch keine Geburtstagskerzen mehr. Deswegen machen wir einen Blaubeerkuchen. Da wird sich die Oma freuen. Und Lou, vielleicht kannst du auch wieder mal aufstehen. Wäre das was? Er ist total fertig, der arme Junge. Warum bist du so traurig? Oh mein Gott, vergessener Geburtstag. Es tut mir so leid, Lou. Lou hat vergessen, zu seinem Geburtstag eine Party zu veranstalten. Oder wollte vielleicht niemand kommen? Jedenfalls ist es sehr traurig. Wir feiern deinen Geburtstag heute nach. Ach Mensch. Was müssen wir denn eigentlich mit Lou jetzt als nächstes machen? Ja, dein Kleinkind Level 5 der Fantasiefähigkeit erreichen, Leute. Das haben wir aber auch geschafft. Dein Kind ein Kindheitsbestreben abschließen lassen. Was hatte denn kreatives Wunderkind? Kreativkunsttisch besitzen, zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert ist. Okay, dann geben wir Lou auf jeden Fall auch gleich diesen Tisch, bevor ich das dann wieder vergesse. Dass er dann ein bisschen malen kann. Wo finde ich den jetzt wieder? Das ist immer so die Frage, ne? Hier, guck mal. Nehmen wir gleich so einen teuren. Sehr gut. War mal Platz? Hier mal Platz. Er hat sich auch wieder hingelegt, der Arme. Okidoki. Dann hält ihm hier auch nichts mehr auf. Und wir haben jetzt auch schon hier das erste abgeschlossen. Jetzt muss er dann mal zwei Bilder malen, wenn er inspiriert ist. Er hatte als Kleinkind sehr oft geübt, einen Lama zu malen. Deswegen wird er das schon schaffen. Und dann müssen wir
dein Kind bei den Hausaufgaben helfen. Ja, das war's. Und die Beziehung zu deinem Teenager-Kind und gute Freunde werden. Das haben wir aber schon erreicht, aber ich verstehe nicht, warum. Naja, egal. Okay, so, dann let's fetz, Saria, schieb dir den Kuchen in dein Inventar. Und dann reisen wir los zur Frau Oma. Omama. Okay, so, wir reisen zu Oma mit Todd, Lou, Avi. Anisa nehmen wir nicht mit, oder? Nee, die stresst wieder nur. Nee, komm, wir fahren zu als Familie. Sie ist ja auch dagegen gewesen, dass wir die Oma ins Pflegeheim hauen. Deswegen, hauen hört sich auch so gemein an, dass die Oma ins Pflegeheim einzieht. Deswegen braucht sie jetzt auch nicht mitkommen. Und wer weiß, vielleicht ist sie ja sowieso schon da. Kann man auch nicht wissen. Und hier sind wir. Und hier steht auch die Oma schon heraus und wartet auf ihre Enkelkinder. Und sie wird jetzt auf jeden Fall gleich mal zu der kleinen Avi gehen. Und ja, sie mal hochheben und sagen, du kleiner Schatz, wie groß bist du geworden? Liebe, tschüss. Lou dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Klopf du mal an der Tür, frag mal, ob wir rein dürfen oder ob wir draußen bleiben müssen. Aber ich denke mal, wir dürfen rein. Ach Gott, noch eine Marotte. Ständig auf der Flucht. Aha, Avi läuft ständig weg. Das ist auch sehr gut. Kleinkinder, die ständig auf der Flucht sind, neigen dazu, flott abzuhauen, nachdem sie auf den Boden gesetzt werden. Man sollte sie immer im Auge behalten. Ja, das freut uns. Aber passt auch irgendwie ein bisschen zu Avi. Eigentlich haben wir gesagt, dass sie so die ruhige kleine Mausi wird, die immer, ja, brav ist. Aber finde ich auch cool, dass sie jetzt so einen kleinen Wandel hat und mal sich ein bisschen ausprobiert. Wir werden jetzt hier den Kuchen auf den Tisch stellen und dann werden wir uns alle zusammen hier hinsetzen und dann essen wir Kuchen bei der Oma und feiern die Geburtstag ein bisschen nach. Ja, das geht ja immer sehr gut mit dem hier hinsetzen, ne? Wo ist die Avi? Oh mein Gott, ja. Ich passe ja gut auf, ne? Ist sie schon davon gelaufen? Okay, sie ist noch hier. Ja, die kann ja hier ein bisschen rumlaufen, ne? Hier sind sehr viele Senioren, die schauen da auch ein bisschen. Was habt ihr hier? Das finde ich auch hier im Pflegeheim so interessant. Nee, das ist unser Kuchen. Du darfst dir nichts nehmen. Na, darf sie schon. Vielleicht spiele ich auch mal so in einem Pflegeheim, wo ich ein paar so Senioren eben rein tue und dann einfach so ein bisschen beobachte, was sie so machen, was sie so anstellen. Finde ich irgendwie richtig cool. Er möchte schon wieder ein Nickerchen machen. Na, Lu, dann geh halt hier rauf zu deiner Oma ins Zimmer. Falls du da reinkommst, kommst du gar nicht rein. Brauchst eigentlich auch nicht schon wieder ein Nickerchen machen oder leg dich halt hier kurz hin und schlaf ein bisschen. Oh, guck mal, Leute, die sitzen hier alle. Nehmt euch zusammen ein Gericht, bitte. Süß, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ach, liebe ich. Komm wieder runter, hier gibt's Kuchen. Avi kommt auch hier, guckt und nimmt sich einen Kuchen. Das ist echt eine gute Idee gewesen, Leute. Das finde ich richtig schön. Der Kuchen ist leer, alle haben aufgegessen. Und ja, die quatschen jetzt noch so ein bisschen und lassen den Abend noch ausklingen hier bei der Oma. Ich finde es echt so cool, dass einfach so viel los ist. Und guck mal, Avi, wie sie einfach mit allen quatscht und mitredet. Und ach ja, ich lieb's einfach. Lu, worum läufst du rum? Hä, wo ist er? Ach, er legt sich schon wieder hier ins Bett. Naja, vielleicht ist Lu auch ein bisschen krank. Lu ist, Todd ist auch sehr, sehr müde. Vielleicht haben sie sich ein bisschen erkältet. Kann ja auf jeden Fall sein. Oh, hier geht's aber heiß her. Ja, die werden aber trotzdem hier noch ein bisschen den Abend verbringen. Es ist jetzt 7:30 und da können sie wirklich noch, ja, mit der Oma einfach ein bisschen noch Brettspiele spielen oder so irgendwas. Ich werde auf jeden Fall jetzt mit diesem schönen Anblick hier bei der Oma und bei den ganzen Senioren, ja, den Part beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, euch gefällt die kleine Avi-Maus, ich finde sie zuckersüß und ich freue mich schon so, wenn die dann ja auch zum Teenager werden, wie sie dann so aussehen und wie sich die Geschichte von denen entwickelt. Falls ihr irgendwelche Story-Vorschläge habt, schreibt es mir sehr, sehr gerne hier unten in die Kommentare. Und über ein Abo und ein Däumchen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss!